Grüß euch. Wie ihr seht, ist mein Tisch schon wieder voll. Eine Freundin war da und die braucht schon wieder mal was. Und was ich da mache, zeige ich euch jetzt. Ihr erinnert euch sicher an das längliche Objekt, was ich gemacht habe, damals für den Sommer. Das haben wir ja umgestaltet für den Herbst, für eine Freundin, weil sie nicht gewusst hat, wie. Jetzt hat sie noch einige von den Sachen, was sie da gekauft hat und braucht etwas für den Hauseingang. Ja, sie bringt mir immer die alten Sachen, alles wieder brav retour, das ist super. Den Korb, den haben wir schon im Einsatz gehabt und was sie halt alles gefunden hat, da möchte ich wieder etwas machen. So, sie hat mir wieder Sachen gebracht. Ihr seht, das ist nicht mehr das Allerschönste, die Lampionblüte da. Ein paar Kürbis, das eben, so wie es beim letzten Mal aus dem Billig-Shop hat, sie hat ein bisschen einen künstlichen Efeu, eine alte Laterne. Ich habe mir so eine Stacheldrahtblume besorgt. Schauen wir mal, ob die eine passt. Aber als allererstes brauchen wir mal die Natursachen. Da habe ich wieder meinen Keller geplündert. Ich habe ein bisschen Moos. Ich habe so bemooste Äste, gegen andere Äste, ein bisschen getrocknete Hortensien, dann eine Baumrinde, ein paar Zäpfen und mit denen gestalte ich mal den ganzen Untergrund. Also ihr seht da, der Korb war schon gebraucht. Das ist Moos vom vorigen Jahr. Es ist auch der Steckschwamm noch drinnen, aber der funktioniert noch wunderbar. Also tue ich das nur ein bisschen noch rein, damit es auch wirklich haltet. Das muss man nicht jedes Mal austauschen. Es ist trocken, es ist in Ordnung, also von dem her verwende ich es natürlich wieder. Ich habe mir ein frisches Moos besorgt. Das gebe ich natürlich als erstes einmal drauf, damit ich das Ganze einmal schon schön abgedeckt habe und wieder ein bisschen Frische reinkriege. So, damit habe ich schon einen super Untergrund. Ich habe schon einmal alles abgedeckt und jetzt möchte ich an meine Äste da ein bisschen kreuz und quer einfach drüber legen. Ja, es wird ein bisschen, sagen wir so, eine schnelle, wilde Variante. Die passt nämlich dort sehr gut dazu. Mit den Orangen. Es soll richtig herbstlich werden. Richtig formfroh. Hingucker vor dem Hauseingang sozusagen oder im Hauseingang. Die Äste tue ich da ein bisschen befestigen. So, was ich noch gefunden habe bei mir, oder zumindest bestellt habe eigentlich für mich, aber immer wenn es passend ist, kommt es natürlich auch anders zum Einsatz, das sind so Metallbäumchen. Ich habe das so irrsinnig lieb gefunden, ich wollte sie eigentlich zu Weihnachten einsetzen, aber ich glaube, dass das da sehr gut reinpasst, deswegen möchte ich die da oder reingeben. Das ist das Natur mit dem Rost, ich mag das sehr gern, ist natürlich eine Geschmackssache. Die will ich da einfach ein bisschen verteilen, dass ein bisschen so ein bisschen eine Waldlandschaft so in der Art ist und da werden wir weiter aufbauen drauf. Ich habe jetzt geschaut, mir gefällt die Laterne sehr gut da rein. Ich zeige euch das andere aber auch. Man kann natürlich auch den Stock zum Beispiel da reingeben, aber mir gefällt ehrlich gesagt die Laterne besser. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Da hat sie ein bisschen Licht und es hat nämlich da, wie ihr seht, ist das eine alte Laterne und die hat auch schon Rost angesetzt. Das passt da super zu den Bäumchen dazu. So, das ist jetzt meine Grundbasis für der, was ich da ausgehe. Ich habe meine Höhe gestaltet, ich habe meine Laternen drin. Das ist einmal wichtig, dass ich das platziert habe. So, jetzt hat sie da ihre Sachen. Der künstliche Efeu, man kann natürlich einen echten nehmen, aber weil sie den hat, gebe ich natürlich den eine, damit das alles wieder verwertet ist, was sie mir da mitgebracht hat. Ein echter schaut natürlich, ja, ein bisschen natürlicher aus. Aber ich finde, das ist okay. Ihr muss es gefallen, ich mache es ja für sie. Ihr müsst es natürlich umdenken, wenn ihr jetzt den echten drinnen haben wollt. Einfach den ein bisschen rundherum schlingen. Aber ihr kennt das eh. Es ist nicht jeder nur für die Natursachen. Sie hat es beim Hauseingang, sagen wir im Flur, wo man ins Haus reingeht, stehen. Und sie mag das nicht so gern, wenn die Sachen abfallen. Und das kann natürlich beim Efeu oder so, wenn das trocknet, jetzt immer ein bisschen geben, etwas, was ein bisschen rieselt. Und deswegen respektiere ich das und sage, okay. Wenn ihr das gefällt, dann gebe ich die Sachen ein, ist genauso in Ordnung, finde ich. Weil sie muss ja dann zurechtkommen und sie muss ja
das eventuell putzen. Und so hat sie aber den Aufwand nicht auch. Und das schaut trotzdem lieb aus. Jetzt hat sie gerade die Lampe an. Wie ihr seht, fallen da einige Sachen. Aber das ist okay. Die schlinge ich mir einfach so ein bisschen rundherum. Wie oft im Wald, wenn irgendwo ein Reben oder was wächst, das ist auch nicht immer perfekt. Auf die Brombeer oder irgendwas, hat ein paar Blätter oben, vielleicht ein paar Brombeeren oder irgendwas noch, aber ist nicht ja, das, was man sich unter einer schönen Ranken vorstellt. Und ich denke, das kann man da ruhig ein bisschen reingeben und das Ganze so naturmäßig gestalten, dass das gar nicht auffällt. Dann ist das, ja, die Natur ist so. Und das bilden wir ein bisschen nach und dann kann man die Sachen auch wieder wunderbar verwerten. Das tue ich halt sehr gern, weil es ist oft echt schade, so etwas wegzugeben oder wegzuschmeißen. Und dann ist meistens die Frage, was macht man damit? Und für sowas passt das dann ganz genau. Da mache ich so eine Naturgestaltung, wo nicht alles immer perfekt ist. Es ist in der Natur auch nicht da. So, jetzt hat sie noch eine Kürbis. Ja, die kommen auch da rein. Ich mache die einfach mit einem Stecken fest, weil ich habe da unten eh den Steckschaum, das kann ich da reinstecken. Wenn das nicht ist, dann vielleicht kleben. Aber je nachdem, was ihr für einen Untergrund habt. Es ist ein bisschen so eine Landschaftsgestaltung, kann man sagen. Jetzt kann ich so wie die restlichen Sachen, so wie die Obergefallenen, da dann noch wunderbar platzieren, wo ich sehe, okay, da könnte noch etwas drauf sein. Oder was passend ist, wo ich denke, da könnte ein bisschen ein Farbtupfen drinnen sein. Ja, so habe ich alles verwertet. Es sind da oft die wirklich günstigen Sachen gar nicht schlecht, muss ich echt sagen. Es muss nicht immer was Teures sein, was Großes sein. Und die Pilze hat sie auch noch. Die kommen auch noch dazwischen rein. Also so richtig Wald zum Schwammerl suchen. Und die Äste zwischendrin. Ja, so, es ist einfach so eine wirkliche Naturgestaltung. Man muss natürlich ein bisschen schauen, wo ist noch Platz. Wo gefällt mir das drinnen? Wo passt es von der Höhe oder von der Größe her? So, dann geben wir noch eine Zepfen zwischen rein, die was bei einem Sturm ein bisschen runtergefallen sind. Also wir haben heuer genug von den Stürmen und von Regen und ja, hat es uns ein bisschen erwischt. Und da schaut es im Wald wirklich aus. Da ist ja das Gesteck eine zusammengerammte Angelegenheit. Aber es ist so. Jetzt nehme ich einfach meine Natursachen und sage, okay, wo könnte noch etwas drin sein, wo gefällt mir noch etwas. Und das ist da wunderbar verwertet. Das ist wieder nicht viel für die Sachen her, es ist wieder viel Altes verwertet, so wie mit dem Korb oder so, den kann man ja, ich weiß nicht, 100 Mal verwenden. Ein paar Blätter, die gehen wieder zwischen einer. Die Hortensien nehme ich einfach ein bisschen als wirklicher Lückenbüßer, wo ich sage, okay, so wie da hinten, da muss nicht unbedingt was irgendwas Schönes drin sein, aber es ist, wenn ich jetzt beim Hauseingang zugehe, ich sehe das ja von oben, dann sehe ich wirklich jedes Loch, was ich irgendwo habe, ich sehe die Hinterseiten und da tue ich einfach mit denen das ausfüllen. Da brauche ich halt nicht, weiß ich, wie viel Material nehmen, sondern einfach das, was ich irgendwo getrocknet habe oder gefunden habe oder gekriegt habe, das gebe ich mir da hinten ein, so dass es trotzdem schön ausschaut. So tue ich gerne ein bisschen tricksen, zwischen eingeben, ein bisschen eine Farbe einbringen oder unter den Kürbis, wenn mir der zu hoch heraus ist, dann kann ich da auch noch ein bisschen unterfüttern, sagen wir so. Ein paar Blätter noch, einen Ostdodder, den hat es auch vom Wind hergetrieben. Da habe ich noch einen Zopfen, den nehmen wir da vorne rein. So, jetzt habe ich ihre Sachen, was sie gebracht hat, alles verwertet, ein bisschen was Neues dazugeben, viel Natur dazugeben.
das ist ein bisschen mein Ort, auch die Sachen zu verwerten. Oder wenn man auch zu günstige Sachen irgendwo hat oder jemand kommt und sagt, ich habe das und das, aber nur ein paar Stück. Ich denke, man kann mir das wirklich lieb richten. Es ist richtig herbstlich, es hat eine Farbe, es ist ein bisschen knollig. Ja, aber wie gesagt, das ist immer eine Geschmackssache. Bei ihrer passt das sehr gut, sie mag auch die Form. Das wollte ich euch zeigen, wie ich so eine Deko zusammenstelle mit ein bisschen Natursachen und ein bisschen was Neues, ein bisschen was Altes. Das war's eigentlich. Viel Spaß beim Selbermachen, beim Herbstdekorieren, beim Düfteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.